indem er sich zum Beispiel eine Demonstration beteiligt. Anfang September, also vor der Bundestagswahl, ist da eine große Demonstration. Da werde ich auch hingehen. Man muss einfach so viel Druck versuchen, auf die Straße zu bringen, dass sie das nicht machen. Das Gesetz ist verabschiedet, das Bundesverfassungsgericht prüft. Ich habe dagegen schon mehrfach demonstriert. Ich habe auch selber mich an der Massenverfassungsbeschwerde ans Bundesverfassungsgericht beteiligt. Da haben ja, glaube ich, 30.000 oder über 30.000 Menschen eine Verfassungsbeschwerde, die größte Verfassungsbeschwerde, die es jemals gegeben hat, eingereicht. Und die Bundestagsfraktion der Grünen hat eine Organklage, also eine eigene Klage beim Verfassungsgericht zusätzlich dann nochmal zu eingereicht. Man darf nun nicht immer auf das Verfassungsgericht hoffen. Auch die machen mal was falsch, auch die haben schon falsche Entscheidungen gefällt, sondern der Druck der Straße muss her. Also ich kann das wirklich nicht anders sagen. Und alle, die sagen, das nützt nichts, den sage ich, wenn es viele sind und wenn es Hunderttausende sind, dann macht das Eindruck. Und es ist nicht so, dass die im Bundestag sagen, sollen die doch demonstrieren, passiert nichts. Nee, nee. Die wissen, dass solche Sachen, auch solche Demonstrationen, sich irgendwann auch auswirken im Wahlverhalten und da geht es an ihren eigenen Sessel. Also es lohnt sich, auf die Straße zu gehen. Man muss nur einen langen Atem haben. Man muss nicht meinen, jetzt gehe ich heute auf die Straße, dann ändern die morgen das Gesetz oder schaffen das ab. So läuft das nicht. Also man muss immer wieder hin, manchmal dauert es Monate, manchmal Jahre. Und mein tollstes Beispiel in diesem Bereich ist die Bürgerinitiative gegen das Bombo-Tro. Hier, in der Küritzer Heide, also das ist so ein Bombenabwurfplatz, wo die Bundeswehr Bomben abwerfen wollte. Die haben 17 Jahre lang dagegen gekämpft. Vor 10 Jahren ungefähr haben sie mich dazu geworben und haben gesagt, was war ein Unfall? Habe ich gesagt, oh ja, ich unterstütze euch. Ich war dann immer zu Ostern bei der großen Demo bei denen. Jetzt haben sie gewonnen und jetzt hat die Bundesregierung erklärt, da werden keine Bomben mehr geworfen. Da wird jetzt wirklich ein Naherholungsgebiet geschaffen. Das ist nicht immer so, aber das zeigt, wenn man langen Atem hat, kann man auch Erfolg haben. Und eine Nachfrage zur Vorratsdatenspeicherung. Lauter. Ich hätte noch eine Nachfrage zur Vorratsdatenspeicherung. Mir scheint es manchmal in der breiten Bevölkerung ein etwas abstraktes Thema zu sein. Muss nicht eigentlich erstmal ein Bewusstsein geschaffen werden, wie man mit den eigenen Daten umgeht? Also ich denke jetzt an diese Rabattkarten, toten Teufel. Also man ist wirklich sehr bereit, seine Daten also einfach jedem praktisch zu geben. Das stimmt. Also man muss, jeder muss bei sich zu Hause anfangen, muss bei der Datenweggabe eigentlich anfangen und möglichst sparsam nur mit der Ausgabe seiner Daten sein, sonst versucht man ja auch sparsam zu sein. Und das ist ein ganz, ganz wertvolles Gut, das muss man begreifen. Es gab ja mal Ansätze in den 80er Jahren, anlässlich des Volkszählungsboykotts damals, da muss man sich so ein bisschen wieder zurückerinnern und sagen, aufpassen auf die Daten, da kann man nur Ärger kriegen. Es kann nicht nur lästig sein, also ich weiß nicht, wie es den anderen hier geht. Ich war heute Morgen zweimal, rufen Leute bei mir an und zwar wollten die jemanden sprechen, der vor 20 Jahren in der Wohnung mal gewohnt hat, wollten ihm irgendwas verkaufen und dann war der aber nicht da, habe ich gesagt, der ist vor 20 Jahren hier ausgezogen und dann haben die gesagt, ja und, können wir nicht mit ihm machen? Und dann habe ich den rausgekriegt, die haben Datensätze aufgekauft, offenbar, wo der noch drin stand, dass er in der Wohnung unter der Telefonnummer vor 20 Jahren war, ich weiß es nicht, ob man das an die Gaza oder an die Webak damals oder wem gegeben hat, die Daten, jedenfalls war das alleine belästigt. Heute Morgen zweimal riefen die an und wollten mir dann irgendwas aufspitzen, was ich da kaufen sollte. Ich habe gesagt, ich kaufe nichts und außerdem macht ihr euch mal strafbar, wenn ihr mich dauernd belästigt. Wenn solche Daten in Netzen da sind, dann reizt das auch zu Missbrauch, nicht nur Krankenkassen, Unternehmer, die Leute datenmäßig überprüfen, möglichst wissen wollen, ob die schmackkrank waren und weiß ich was alles, bevor sie sie einstellen, sondern das reizt natürlich auch den Staat. Und wenn irgendwo Datenbanken sind, dann
muss der Minister nicht Schäuble heißen, sondern da können auch andere drauf kommen, dass man diese Daten doch endlich viel nutzbar machen kann und nicht nur im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Und die Szenarien sind uralt, kann man in vielen Romanen nachlesen, in vielen Horrorfilmen und das muss ich sagen. Nee, deshalb habe ich auch heftig dagegen polemisiert im Bundestag und auch dagegen gestimmt. Alle wollen wir keine Kinderpornografie und wir wollen auch nicht, dass die irgendwo gezeigt wird. Und ich finde es auch richtig, dass das strafbar ist, die zu zeigen und sich zu besorgen, weil ja dann Markt entsteht und Kinder vergewaltigt werden und so. Das ist alles völlig grauen, aber das kann keiner wollen. Aber die Sperrung von Internetseiten sind der völlig falsche Weg. Sie schafft ein System der Möglichkeit von Sperrung einzelner Seiten, was dann auch zu allen möglichen anderen Zwecken missbraucht wird. Es ist überhaupt auf Dauer nicht effektiv. Es gibt andere Mittel, die viel effektiver sind. Und zwar auch vom Grundgesetz viel eher so gewollt, nämlich dass da ein Richter entscheidet. Wenn man weiß, da passiert eine strafbare Handlung, dann kann der Richter entscheiden, dass man zum Beispiel hingeht und einen Computer anguckt oder auch einen Computer dann sperrt, wenn da mit dem strafbare Handlung begangen werden. Aber diese Internetsperrung ist ungeheuer gefährlich, weil man dadurch die Möglichkeit schafft, in Zukunft aus allen möglichen Gründen Internetseiten zu sperren. Wissen, dass beispielsweise der verehrte Kollege Liefelspitz von der SPD im Deutschen Bundestag bereits angekündigt hat, dass er es auch für richtig hält, in anderen Bereichen solche Seiten zu sperren. Das könnte man doch für viele andere Zwecke, das geht dann nachher so weit, dass man sagen kann, also bestimmte politische Äußerungen sollte man auch im Internet sperren. Die Möglichkeiten sind unendlich. Und kein Gesetz schützt uns davor, dass solche Gesetze dann eingeführt werden, mit denen man dann nachträglich diese Möglichkeit der Sperrung nutzt. Das klassische Beispiel dafür sind die Mautdaten auf der Autobahn. Da hat der Deutsche Bundestag ein Gesetz gemacht, mit dem die Mautdaten von den Lastwagenfahrern, von den Lastwagen aufgenommen werden dürfen, automatisch zur Gebühreneinzug. Da haben Warner gesagt, oh, vorsichtig, wenn man jetzt von den ganzen Lastwagen die Daten aufnimmt, nur zu Gebühreneinzug natürlich, dann kann das auch für alle möglichen anderen Zwecke gebraucht werden. Dann hat man ins Gesetz reingeschrieben, diese Daten dürfen, die da aufgenommen werden, nur für den Gebühreneinzug benutzt werden. Da gab es das Gesetz 2 Jahre und dann kam von Herrn Schäuble der Vorschlag, also wenn wir schon die Daten haben, von den Lastwagenfahrern gibt es doch eigentlich überhaupt keinen Grund, warum man damit nicht Räuber, Autodiebstahl und anderes auch aufnehmen sollte. Das heißt, dann wurde der Vorschlag gemacht im Deutschen Bundestag, lasst uns doch diese Bestimmung jetzt streichen oder verändern, dass man die Daten auch für was anderes benutzen kann. Der einzige wirksame Schutz vor Datenmissbrauch ist, Datensammlung gar nicht entstehen zu lassen. Und das gilt natürlich für die Internetsperrung genauso. Der einzig wirkliche Schutz davor, dass Internetseiten, auch Meinungsseiten gesperrt werden, ist, ein solches System der Sperrmöglichkeiten gar nicht einzuführen.